Mein Name ist Reinhold Haringer. Ich habe früher mal Volkswirtschaft studiert. Ich bin nach 20 Jahren Leiter vom Finanzamt der Stadt St. Gallen gewesen. Und seit 5 Jahren bin ich pensioniert und engagiere mich jetzt für folgende Initiative. Ja, wenn man 20 Jahre mit öffentlichen Finanzen zu tun hat, dann merkt man, dass irgendetwas nicht stimmt an unserem System. Wenn du auf der einen Seite haben wir einen gewaltigen Reichtum, der ist meistens privater Art. Wir haben Schulden, der ist sehr oft bei der öffentlichen Hand. Dann haben wir ein grosses Auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich. Und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann merkt man, dass eben das ganze System auf Schulden aufgebaut ist und dass es einen Weg brauchte, dass man Geld schaffen könnte, ohne dass damit Schulden entstehen. Und das ist mit dem Vollgeld möglich. Nein, ich habe mich gefreut auf die Zeit, weil ich gewusst habe, dass ich 2-3 interessante Aufgaben vor mir habe. Das füllt mich voll aus. Und darum ist der Ruhestand, den ich heute geniesse, der ist wunderbar. Also Bekanntschaft mit dem Vollgeld habe ich relativ früh gemacht. Und von dort bin ich eigentlich immer voll dabei gewesen. Ins Initiativkomitee gegangen. Und jetzt bin ich auch im Kampagnenteam dabei und bin Sprecher von der Vollgeldinitiative. Das heisst, ich halte Vorträge und probiere die Leute auf der Straße zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist und dass wir unbedingt einen Wandel in dem Geldsystem anführen müssen. Ja, wir sind ein gutes Team in St. Gallen. Das macht sehr viel aus. Die Vollgeldinitiative fordert ganz vernünftige Sachen. Einmal, dass alles Geld nur von der Nationalbank kommen soll. Das ist heute aber nicht so und die meisten Leute wissen das gerne nicht. Wir fordern zweitens, dass Banken eben das Geld nicht mehr selber herstellen, sondern dass sie nur noch Geld weitergeben, das sie von jemand anderem wirklich bekommen haben, zu dem Zweck, dass sie es weitergeben können. Und damit wird die Geldschöpfung der Banken verhindert. Und damit wird auch das Geld, wo mehr als Personen bei den Banken haben, völlig sicher, weil es von der Nationalbank kommt und weil die Banken das Geld, das wir bei der Bank deponieren, wirklich in ein Depot tun, das nur noch uns gehört und nicht in dieser komischen Twitter-Situation ist, wie es heute der Fall ist, nämlich, dass einerseits das Geld uns gehört, aber trotzdem das Geld zu der Konkursmasse oder zum Eigentum auch ein bisschen von der Bank gehört. Und wir sind überzeugt, dass einige Fragen, die mit dem Geldsystem verbunden sind, sich im Vollgeldsystem besser lösen lassen als im heutigen. Dazu gehört die Sicherheit des ganzen Systems, dass im Vollgeld weniger Finanzkrisen geben sollte als im heutigen System. Und das ist eine ganz wesentliche Verbesserung gegenüber heute, wo ja alle paar Jahre wieder eine Finanzkrise stattfindet, mit gewaltigen Folgen für alle Länder und alle beschäftigten Menschen. Das war für mich immer in der Stadt St. Gallen, oder? Und da bin ich auf sehr viele bekannte Gesichter gestoßen. Die einen waren überrascht, dass ich das mache, die anderen haben es schon erwartet. Es hat einen Haufen gute Gespräche gegeben. Okay. Wirst einfach alle Monate einen Newsletter bekommen, mehr nicht, oder? Und dann ist man immer auf dem Laufenden, wo man steht, was die Argumente so sind. Die Vorbehalte gegenüber dem heutigen System, die sind gross. Also es gibt viele Leute, die geladen sind gegenüber dem Bankenwesen, die enttäuscht worden sind und die froh sind, dass etwas passiert.